1945. Nazi-Deutschland ist geschlagen. Der Zweite Weltkrieg nach furchtbaren Opfern beendet. Deutschland wird von den vier alliierten Siegermächten der Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und den USA in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die schwer zerstörte Hauptstadt Berlin, die auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone liegt, wird dementsprechend in vier Sektoren aufgeteilt. Der von den drei Westalliierten kontrollierte westliche Teil Berlins bildet so eine Insel inmitten der sowjetischen Zone, abgeschottet vom Umland und vom östlichen Teil der Stadt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Die genannten Grenzen dürfen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik nur noch mit besonderer Genehmigung überschritten werden. Scottish Cup third round replays, Berwick Rangers 3, Meadowbank Thistle 3. That's after extra time. Meadowbank wins 7-6 on penalties and will play Celtic in the next round. Clyde 1, Dundee United 5. Dundee United, the holders, visit Huntley of the Highland this League. This is Roger Penrose. Heart of Midlothian 2, Clyde on eine Nachricht hinter. Hearts will be at home to Rangers. Stenhouse Muir 4, St Johnston 0. Stenhouse Muir will... Scottish Cup third round replays. Yeah.
Hallo Roger, ich bin's, Jane. Es gibt Arbeit. Wir haben einen Auftrag für ein Shooting in Berlin. Ich hab dir alles zugeschickt, der Brief müsste heute ankommen. Pass auf, ich ruf nochmal an, weil du hast doch bestimmt schon gehört, was heute Nacht in Berlin passiert ist. Wahnsinn, die Mauer ist offen. Die ganze Stadt steht Kopf. Das ändert aber erstmal nichts an deinem Auftrag. Also dann viel Spaß in Berlin. Moment. Was hat sie gesagt? Ich muss unbedingt das Radio anmachen. Also mal wieder nach Berlin. Der Heinrichplatz liegt mitten im Westberliner Bezirk Kreuzberg. Dieser einstmals typische Arbeiterbezirk. Beherbergt heute ein buntes Völkergemisch. Die verhältnismäßig niedrigen Mieten zogen seit den 60er Jahren viele türkische Gastarbeiter, Künstler, Alternative und Punks an. In den 70er und 80er Jahren kam es nach einer verfehlten Wohnungsbaupolitik zu Hausbesetzungen und teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Hausbesetzern und Polizei. Inzwischen sind manche Ecken Kreuzbergs mit sorgfältig restaurierten Altbauten und dementsprechend höheren Mieten auch für Besserverdienende attraktiv geworden.
Die Philharmonie entstand in den... Die St. Matthäi-Kirche wurde 1844 bis 1846 nach Plänen von August Stühler, einem Schüler des berühmten Karl Friedrich Schinkel, errichtet. Vor dem Krieg war die dreischiffige Ziegelkirche noch von Häusern umgeben. Heute steht sie als Solitär zwischen Neuer Nationalgalerie und Philharmonie. Die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz wurde 1967 bis 1978 nach Plänen von Hans Scharoun errichtet. Sie sollte Teile der Aufgaben übernehmen, die zuvor die Preußische Staatsbibliothek unter den Linden erfüllte. Diese war durch die Teilung der Stadt nicht mehr ohne weiteres zugänglich. Heute gehört die Staatsbibliothek zu den größten Bibliotheken in Europa. Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist eines der Wahrzeichen Berlins. Sie wurde 1891 bis 1895 errichtet und fiel den Bomben des Zweiten Weltkriegs zum Opfer. Ihre Ruine wurde als Mahnmal des Krieges stehen gelassen und 1959 bis 1961 durch die moderne Kirche des Architekten Egon Eiermann ergänzt. Im Hintergrund sieht man das Europa-Center. Es entstand Mitte der 60er Jahre als Symbol des Wirtschaftswunders und bietet auf mehreren Ebenen Platz für Läden, Büros, eine Spielbank und ein Hotel. Das Bikinihaus ist eines von insgesamt 5 Gebäuden, die zusammen das sogenannte Zentrum am Zoo, ein in den 50er Jahren entstandenes Symbol des Wiederaufbaus, bilden. Seinen Spitznamen hat es aufgrund des ehemaligen Luftgeschosses auf halber Höhe, das früher den Durchblick zum Zoologischen Garten erlaubte, 1977 bis 1978 jedoch ausgebaut wurde. Shit, was soll ich denn hier fotografieren? Bei dem Licht? Das Internationale Kongresszentrum, abgekürzt ICC, ist das größte Bauwerk der Nachkriegszeit in Berlin. Seit der Eröffnung nach 10-jähriger Bauzeit im Jahre 1979 fanden in den 80 Sälen und Räumen Tausende von Kongressveranstaltungen mit mehreren Millionen Teilnehmern statt. Der Potsdamer Platz war in den 20er Jahren die verkehrsreichste Kreuzung Europas und eines der Zentren der einstmals drittgrößten Stadt der Welt. Er war umgeben von eleganten Hotels, Kaufhäusern und Vergnügungsstätten. Im Krieg wurden die den Potsdamer Platz umgebenden Bauten jedoch großenteils zerstört. Bei der Volkserhebung 1953 in Ost-Berlin fanden hier schwere Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Volkspolizei statt. Dabei ging das berühmte Kolumbus-Hochhaus in Flammen auf. Nach dem Bau der Mauer versank der Potsdamer Platz für Jahrzehnte im Dornröschenschlaf und wurde zum Brachland zwischen Ost und West.
Der Heinrichplatz liegt mitten im West-Berlin. Ey, hast du meine Mark für einen Döner? Ey, Computer, wa? Überall noch Obst und Gemüse, ne? Thank you.